Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in Darkness Falls hier an Tag 10. Ich denke, ich muss jetzt einen Punkt reinstecken bei den Farming-Tipps, denn irgendwie sind die Bücher hier verbuggt. Ich habe hier noch dieses Buch Farming-Tipps. Wir sind bei 2 von 3. Aber egal, was ich mache, egal, wie oft ich diese Bücher hier lese, ich kann sie auch aus der Hotbar lesen. Das ist ja auch so ein Tipp, den man öfters mal sagt. Das Ding ist, wenn ich es lese, kriege ich sofort wieder. Ah, ich raff's nicht. Irgendwie ist das verbuggt. Wenn ich's normal lese, ist es auch gleich wieder da. Ich werde das jetzt scrappen und dann werde ich den ganzen Punkt einfach manuell vergeben. Kostet halt einen Skillpunkt, was soll's. Und damit können wir uns jetzt Bienenstöcke bauen. Bienenstöcke ergeben uns dann ganz viel Honig über die Zeit. Wir haben auch alles außer die Nägel, die baue ich gerade in der Schmiede. Und Honig brauchen wir dann, um hier Farbe zu machen. Und zwar um Dye zu machen. Ne, Ink. Ink ist es. Tinte. Die Eier haben wir mittlerweile in größeren Mengen. Schwarze Farbe können wir uns machen, aber Honig haben wir im Moment nichts mehr, weil ich in der Nacht alles ausgeben musste, um die Infektion zu heilen. Brauchte ich irgendwie 5, 6 Mal Honig, bis es dann endlich funktioniert hat. Naja, reden wir nicht drüber. Ich habe jetzt jedenfalls nur noch ein Glas mit Honig. Und das ist zu wenig, um ein neues Glasbuch zu bauen. Da ist eine Screamerin. Shit. Oh, bitte seh mich nicht. Oh, bitte sei tot. Nein. Okay, zu spät. Fuck. Na, wunderbar. Ist das aus? Ja. Ich glaube, ich muss die Treppe neu bauen, richtig? Ja. Komm, stirb. Die ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Ich muss die Treppe hier nochmal neu hinsetzen. Zumindest mit einem Block. Und dann hoffen, dass das hier gut geht. Ah, das sind eine ganze Menge Zombies. Ich glaube, ich helfe mal ein bisschen nach. So, dann kommt mal hoch. Hier gibt es gleich Munition. Sehr gut. Ich glaube, die haben sich ihren Weg schon wieder kaputt gebaut. Ich muss das dringend vernünftig. Ja, ich muss das dringend vernünftig bauen da unten. Das ist richtig mies hier. Ja, da sind sie sofort. Witzig. Ja, zu mit der Tür. Die Spinnzombies will ich hier nicht drin haben. So, nochmal Katzenfutter. Ich hoffe, dass ich den Rest auch unten erledigen kann. Und der Block hier ist schon wieder weg. So, wo seid ihr denn? Oh Gott. Nochmal Spinnenzombie. Okay, gehen wir mal raus. Okay. Scheint keine Ferals mehr dabei zu sein. Da ist noch ein Football-Player, der mir wahrscheinlich auf den Keks gehen wird. Schöner Frühsport. Generell können wir heute mal anfangen, die eine Quest dazu machen, die müsste ja gleich da hinter dem Gebäude sein. Und dann würde ich den Tag einfach widmen, soweit es geht, hier die Base vernünftig zu machen, diese ekelhafte, hässliche Baustelle, die hier steht. Ja, und dann muss ich den Aufgang hier vernünftig bauen, damit die Zombies hoch zur Falle kommen. Das können wir heute alles machen. Haben wir hier ein bisschen Base-Arbeit. Ah, fuck! Kommt ihr denn jetzt her? 3! Ja, moin! Ich dachte, ich treffe alle. Das wäre so schön gewesen. Oh, das wäre so befriedigend gewesen. So gut, wenn man sich schon mal warm gekloppt hat, dann kann man sich gleich auch weiter kloppen durch die eine Quest hier, wie gesagt. Müsste ja direkt hier sein. Ah ja. Steht da Kitsune Hot. Ach, Tanning. Das ist ein Solarium. Verstehe.
Ja, dann mal reinstarten hier. Oh. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Der eine ist aufgewacht, die anderen stehen noch da. Hä? Oh, jetzt sind alle aufgewacht. Na, großartig. Aus dem Weg, ich wollte doch den Sleeper da killen. Oh, das hat nicht funktioniert. Und der ist Feral. Jetzt ist er tot. Hier ist da noch jemand. Aber der rennt nicht, der schleicht. Ach, Biker. Hi, Biker. So, da ist noch ein. Oh, okay, Feral. Oh, shit. So, treffe ich die da noch? Na komm, wird schon nicht so schlimm sein. Okay. Sind die jetzt oben aufgewacht? Ja, die sind oben aufgewacht. Super. Da kommt der Feral runtergerannt. Oder runtergesprungen, besser gesagt. Na komm. Au! War mein Bein, du. Verdammt. Was ist das für ein Icon? Ist das so ein Teil, was man mit Schmerzmitteln heilt? Gibt nur ein anderes Icon als in Vanilla oder ist das was ganz Neues? Muss ich mir gleich mal angucken. Da kommt noch mehr. Au. Shit. Blute. Ja, von draußen kommen auch Transfeeder schon wieder. Feral, weg mit dir. Oh, es werden langsam viel zu viele. Ja, hier ist ja noch ein Feral und noch einer. Fuck, jetzt reicht's. Gib die AK her. Shit. Zu viele Zombies. Gibt's denn hier was? Ein Helm. Weg mit dir. Ach Gott, wie viele Zombies haben wir denn jetzt schon hier heute Morgen gekillt? Wahnsinn. Und hier sind wahrscheinlich noch mehr unterwegs, wenn man jetzt dann oben den Raum betritt. An elektrische Teile denken. Kaffee kann ich sehr gut gebrauchen. Den trinke ich auch sofort. So, und dann, was ist das hier? Concussion. Use Painkillers. Okay, ich glaube, ich habe einmal Painkiller noch in der Base. Dann werde ich hier noch mit. Und dann müssen wir uns um den Zombie da kümmern. So. Tja, dann geht's nach oben, würde ich sagen. Hilft ja alles nichts. Einer hier. Hier können wir uns dann nachher die Farbe rausholen. Das ist gut. Und daraus schwarze Farbe für mehr Tinte machen. Hier auch. Die sind alle gefärbt. Die gefärbt nehme ich einfach direkt mit. Und nehme dann die Farbe zu Hause raus. Denn mehr Platz im Inventar verbraucht es ja nicht. Ob ich nur das T-Shirt mit der Farbe drin habe im Inventar oder nur die Farbe. Ein Slot ist ein Slot. Niemand in den Toiletten drin. Sind scheinbar doch schon alle aufgewacht und hergekommen. Okay, dann gibt's hier noch einen Raum mit der Tasche. Gut. Dann haben wir das und die Quest ist abgeschlossen. Sehr gut.
Aber gibt es hier einen Hauptloot? Das wäre jetzt noch interessant. Ich habe nichts gefunden. Kann ja nochmal aufs Dach gucken, just for fun. Na, hier ist ein großes gar nichts. Einfach nur ein Hohlraum. Na, weißt du was? Wenn wir schon mal hier oben sind, dann nehmen wir halt die einfach mit. Vierunddreißig elektrische Teile von den paar Klimakühlern. Dann schauen wir mal, was wir jetzt an Farbe craften können. Also an schwarzer Farbe. Hier kann ich mal welches machen. Einmal. Für mehr reicht's nicht. Schade. Aber ich glaube, zweimal schwarze Farbe ist genau richtig viel. Mehr brauchen wir im Moment gar nicht, um ein Glasspaper zumindest zu craften. Ich hau mir mal den Painkiller hinter, wegen der Concussion. Dann sollte man hier noch ein bisschen was essen. Schön Pasta gemacht. Und Maisbrot. So, dann brauche ich jetzt meine Crafting-Materialien. Oh, viel ist es ja nicht, was wir hier an Cobblestone haben. Ich habe ein bisschen Beton. Müssen wir es erstmal mit Holz vorbauen. Das macht aber nichts. Nehmen wir hier den Barbed Wire. Und vermutlich muss ich vorher kurz nochmal Holz holen. Weil wenn wir das alles mit Holz vorbauen wollen, dann müsste ich ja wenigstens Holz haben. Aber nicht mal das habe ich. Oh, Airdrop. Da hinten, ich sehe ihn von hier. Ob wir uns den holen sollten. Oh, der ist aber hinter einem Fluss, oder? Wenn das hier ein Fluss ist oder ein großer See. Irgendwo in der Wüste drin. Ach, hier bei der Treasure Map. Wir schauen mal, wie viel Zeit nachher noch übrig bleibt. Nachdem die Base einigermaßen vorzeigbar ist. Vielleicht holen wir uns einfach noch beides. Okay, zuallererst hier mal muss das hier weg. Denn das verhindert, dass die Zombies hier hochspringen. Warum auch immer. Okay. Dann können wir hier auch wieder einen Block hinsetzen. So, nach allem, was ich bisher gesehen habe in Darkness Falls, ist es so, dass die Zombies am besten gerade durchrennen, wenn sie mehr als zwei Blöcke Platz haben. Ansonsten gehen sie immer random in den Duck-Modus. Und das würde ich gern verhindern. Außerdem will ich, dass sie möglichst nah an der Wand langlaufen. Deswegen mache ich denen jetzt hier so einen kleinen Weg außenrum an der Wand lang. Und zwar aber nicht mit ganzen Blöcken, sondern nur mit Halbblöcken. Hör dich. Er hat nichts gespawnt. Oh, nochmal Glück gehabt. Der Gedanke dieser Base ist eigentlich recht simpel. Der Teil hier wird einfach eine normale Melee-Base, aber nicht so, dass wir hinter den Klappen stehen wie sonst und die Zombies frontal bekämpfen, sondern ich will, dass sie hier langlaufen an dieser Wand und dabei vom Stacheldraht verlangsamt werden. Den Stacheldraht, den ich hier ranklebe. Und dann kommen sie hier in so einen Bereich, wo dann einfach das geblockt wird. Am besten durch eine Tür. Ach, aber warum eine Tür? Wir können auch gleich zwei Türen machen. Dann brauchen wir nur noch hier einmal einen soliden Block, der das Ganze abfängt. Kann sich später auch noch durch Eisentüren upgraden lassen.
Ach, ich falle immer wieder runter. Hoffentlich passiert mir das während der Hordennacht nicht. Der Block hier, der muss noch weg. So, und jetzt werden die Zombies versuchen, hier hochzukommen und zu dieser Tür, um hier außen rum zu kommen. Und ich kann dann hier mit dem Vorschlaghammer stehen und den schön eine auswischen. Und wenn es zu blöd wird, dann mache ich einfach die Türen hier runter. Ja, ich habe keinen Pflasterstein mehr. Wir brauchen unbedingt mehr Pflasterstein. Selbstverständlich wird dieser ganze Kampfbereich, wo ich dann stehe, vor Spinnenzombies und vor Spuckangriffen durch Platten geschützt. Soweit so gut. Das Ganze muss hier natürlich dann noch geupgradet werden, auf Beton am besten. Und hier würde ich mit Klappen arbeiten. Okay, wenn sie wirklich dann hier durchkommen, durch die Türen, die ich auch noch upgraden muss natürlich, dann gibt mir die Klappen noch ein bisschen Zeit. Und eigentlich könnte hier auch noch eine Tür hin. Hier könnte noch eine dritte Tür hin. Let's go. So, also den Bereich hier werde ich so lange wie möglich verteidigen, wenn der vernünftig geupgradet ist. Mit meinem Vorschlaghammer. Tja, und wenn es wirklich dann nicht mehr geht, dann ziehen wir uns in den Bereich hier zurück, wo dann irgendwas anderes passiert. Wahrscheinlich werde ich einfach mit elektrischen Türen hier dieses Stück dann absperren und dann werden wir von hier einfach schießen oder so. Keine Ahnung. Muss ich mir noch überlegen. Aber ich hoffe, wir schaffen es, so lang wie möglich die Zombies da vorne in Schach zu halten. Das wäre cool. So, es ist 18 Uhr. Bevor es hier Nacht wird, würde ich sagen, schauen wir noch, ob wir den Airdrop finden. Und wenn wir wieder hier sind, dann kümmere ich mich noch um diese kleine Baustelle hier, damit die Zombies vernünftig zu meiner Falle nach oben kommen. Ich denke mal, 4 Stunden Zeit sollten hoffentlich ausreichen, um den Airdrop zu finden und die Schatztruhe auszubuddeln. Ist der Airdrop wirklich... Ach komm, der ist ins Wasser gefallen? Nicht dein Ernst. Ach, so ein Schmutz. Muss ich jetzt hier wirklich tauchen? Ach, da hinten ist die Kiste. Ja, ich sehe sie schon. Mann, geht das schnell hier. So. Hier haben wir einiges an Zeug. Weder gut noch schlecht. So, und die Schatztruhe? Die soll jetzt hier oben sein. Ja, wir können ja mal hier lang fahren an der Küste. Aber wenn das irgendwo mitten im Wasser ist, dann vergiss es. Oh, großartig. Ich habe kein Benzin mehr. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Naja. Ah, vielleicht. Oh, achso. Vielleicht finde ich ein Auto. Dann kann ich mir da ein bisschen Benzin rausziehen. Hey Mo, warst du baden? Geh zurück baden. Stinkst immer noch. Boah, sieht wirklich so aus, als ob die Schatztruhe mitten im Wasser ist. Fuck. Ja, nee. Keine Chance. Die ist wirklich im Wasser. Nicole's Treasure Map. Fuck you. Keine blöde Treasure Map. Oh, da gibt's Fleisch. Fleisch ist immer gut. Nein! Lass mich von so einem blöden Kojoten hier noch zum Narren halten. Ah, steht hier irgendwo ein Auto rum? Ah, da hinten ist eine Stadt. Ah ja, rennen wir halt mal zur Stadt. Die haben wir noch nicht aufgedeckt. Let's go. Gute Gelegenheit, um noch ein paar Kokosnüsse und Bananen mitzunehmen.
Snap-Shotgun. Schade. Hier Benzin drin. Nope. Hier Benzin drin. Nope. Dann nehme ich den Lieferwagen da auseinander. Oh, da hinten sind Autos. Brauche ich gar nicht. Ist hier was drin? Oh ja. Einiges. Ohohoho, gute Nacht. Und dir auch gute Nacht. Da gab es sogar nochmal einen Motor. Das ist natürlich super. Lass mich doch in Ruhe. Ah. Natürlich. Was denn noch sonst? So, tanken wir das schnell voll. Oder halb voll, reicht ja auch. Dann hoffe ich mal, dass einer der Automaten da funktioniert, der mir sagen kann, wie spät es ist. Kaputt. Kaputt. Kaputter Zombie. Die sind alle kaputt. Fuck. Gut, ich bin raus. Ach komm, ist das euer Ernst? Verdammt nochmal. Ah. Jetzt habe ich ja alle Debuffs, die man haben kann. Fuck you, Vogel. Oh no. Ach, kannst du dir doch nicht ausdenken. Diese Scheißvögel. Und ich sehe bei der Dunkelheit nicht, wo ich hinfahre. Geil. Ah, Splint. Das heilt gleich beide, sehr schön. Für die Abschürfung können wir eine Bandage nehmen. Hier können wir noch einen Painkiller für die Gehirnerschütterung nehmen. Und dann nehme ich jetzt Antibiotika. Weil ich den Honig brauche. Und der die Infektion ja nicht mal garantiert heilt. Was zu essen haben wir hier auch noch. Bevor es in die Nacht geht, will ich wenigstens hier noch den Aufstieg vernünftig bauen. Oh, irgendeiner hat sich hierhin verirrt. Aber der hat nicht viel zu melden. Das würde ich dann später auch noch zwei Blöcke breit machen. Damit das hier vernünftig andockt an diese Plattform. Aber erst wenn ich es auf Cobblestone, also auf Pflasterstein upgraden kann. Machen wir das hier an. Ich habe mittlerweile garantiert auch mehr Darts. Hier, der Amboss kann gleich hier rüber. Dann können wir ab sofort auch diese große Schmiede hier benutzen. Machen wir noch die zusätzlichen Darts hier rein. Ich werde auch gleich noch weitere anstarten. Denn das wird ja hier kaum reichen, 100. Wenn hier immer irgendwelche Horden von 12 Millionen Zombies in der Nacht kommen. Aber ja. Ich kann vielleicht noch die Beehives anfangen zu craften. Müssen wir nochmal die Sachen hier zusammensammeln. Wir brauchen die Chrysanthemen, wir brauchen die Goldruten. Nägel habe ich, Holz habe ich ein bisschen was. Ist auch schon wieder ausgegangen. Ha, da kann ich gerade mal einen craften. Warum? Und was fehlt's denn? Ach so, Wasser. Wasser braucht man auch. Haben wir hier und haben wir auch hier. Okay, dann sind es vier. Die werde ich dann aufs Dach stellen. Ist auch so eine Sache, die ich jetzt in der Nacht mal machen wollte. Mir irgendwie eine Leiter hier an eine Wand stellen oder an die Säule hier, wo wir dann nach oben raus können und oben aufs Dach ja ein paar Farmplots oder sowas hinstellen. Mal schauen. So, dann hacke ich das jetzt hier auf, mache eine Leiter ran, dann haben wir einen Dachzugang. Ja, und dann gehe ich noch das Loot sortieren und dann geht's ja schon weiter mit dem nächsten Tag, Tag 11. Wir haben ja noch bis Tag 14 Zeit, um die Hordenbase vernünftig zu machen. Ich muss auf jeden Fall die nächsten Folgen darauf achten, Material mitzunehmen. Vor allem Cobblestone brauche ich. Jede Menge und dann auch natürlich Zement, um viel Beton machen zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, würde mich freuen. Ja, und dann bin ich jetzt mal raus für die Nacht. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.